Gabriel, der Direktor Ecom 21. Alle Kommunen im Kreis nun Mitglied der Ecom-Familie. Zufrieden? Ja, sehr, weil die Ecom 21 ist ja das interkommunale Gebilde eigentlich in Hessen. Die Kommunen haben sich schon immer zusammengeschlossen, um gemeinsam sich auf den Weg der Digitalisierung zu begeben, die IT-Welt gemeinsam zu bestreiten, denn die Herausforderungen werden an der Stelle immer größer. Und nachdem jetzt Allendorf-Brumskirchen zusammengegangen ist, du hattest es gerade erwähnt, haben wir da an der Stelle eine Kommune weniger, es sind 21 jetzt im Landkreis, aber jetzt sind alle Mitglied, nachdem Waldeck im letzten Jahr, Burgwald im letzten Jahr und jetzt Hatzfeld noch dazugekommen sind, sind auch alle jetzt in der kommunalen Familie der Ecom 21 aufgenommen worden. Und ich glaube, das ist ein guter Schritt, den wir jetzt gemeinsam, wie in vielen anderen Bereichen, auch bestreiten werden. Lothar Koch, Bürgermeister der Gemeinde Burgwald. Wir hatten im Vorgespräch schon mal festgestellt, eine kleine Verwaltung, in der jeder fast alles machen muss. Auch der Bürgermeister ist ab und zu mal Sachbearbeiter. Was verspricht man sich jetzt? Ich meine, die Bürokratie wird ja mehr, was an Vorschriften kommt aus Brüssel, vom Bund, vom Land. Was verspricht man sich jetzt durch die Zusammenarbeit mit der Ecom? Ja, sicherlich ist es so, dass auch der Bürgermeister in den kleinen Kommunen mit in der Sachbearbeitung ist. Aber letztendlich wird die Digitalisierung und auch jetzt die Angebote der Ecom zur Erleichterung in den Kommunen führen. Und ich denke, es wird noch ein etwas längerer Prozess werden, aber unterm Strich wird es zu Einsparungen im Personal und auch insbesondere im Zeitbereich führen. Ja, Einsparung im Personal ist natürlich schlecht, aber besser ist Einsparung an Arbeitszeit, dass man effizienter arbeitet. Das hängt ja damit zusammen. Wenn ich Arbeitszeit einspare, spare ich unterm Strich natürlich auch Personal. Das ergibt sich ja aus der Sache. Herr Juncker, für Hatzfeld gilt dasselbe? Ja, vom Grundsatz her ja. Wir versprechen uns natürlich auch mehr Digitalisierung durch die Prozesse, die wir implementieren können, natürlich auch mehr Bürgerfreundlichkeit, mehr Bürgernähe. Und das ist natürlich wichtig, das ist ja auch unser Auftrag, den wir als Kommune haben und gleichzeitig mit der Ecom als starken Partner nicht nur eine Infrastruktur, eine Organisation, die dahinter steht, sondern auch, wie gesagt, auf der persönlichen Ebene, der Vertrauensbasis natürlich auch, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Ganz großes Thema ist immer IT-Sicherheit, wird immer mehr Cyberkriminelle, die sind immer ein Stück voraus. Und da ist es für kleine IT-Einheiten wie hier in Hatzfeld oder in Burgwald natürlich schwierig, solche Angriffe abzuwehren. Da braucht man diesen starken Partner. Auf alle Fälle bietet der Vorteil, das ist vollkommen richtig. Das ist auch mit ein Grund, warum wir den Schritt gegangen sind. Wie gesagt, jetzt sehen wir genauso. Angesagt, ein großer Partner ist natürlich wichtig. Wir haben natürlich auch im kleinen Rechenzentrum entsprechende Vorsorge getroffen. Aber wir werden natürlich dann auch mit dem großen Partner zukünftig enger zusammenarbeiten. Nun sind die Programme von Ecom nicht wie Solitär von Microsoft auf den Rechner gebracht und schon kann der Anwender loslegen. Es bedarf einer gewissen Schulung, Einarbeitung und natürlich, was nicht vergessen werden darf, die Systeme müssen gefüllt werden, es müssen Daten rein, das dauert ein bisschen. Ja, aber das Thema Schulung, wenn ich es mal übernehmen darf, da haben wir in den Standorten in Kassel, in Darmstadt, in Gießen die Möglichkeit, wir haben eine Akademie, eine Schulungsakademie, wo die Kommunen ihr Personal auch entsenden, um dort auf neue Programme vorbereitet zu werden, um sie zu erlernen. Also da bieten wir auch ein großes Fortbildungsprogramm an, was die Kommunen auch im großen Stil auch nutzen. Und das jetzt nach der Pandemie natürlich auch wieder auch in Präsenz und vorher sogar per Video, dass wir das auch in den Kommunen direkt geschult haben, was zum Teil auch noch so weiterlaufen wird. Vielen Dank.